Jo Freunde, was geht? Eine komische Kamerasicht, aber bin hier gerade am Gassi gehen mit meinen beiden Dogs Pulma und Trunksy und meinem Sohn Kaleo Killua. Und meine Wettkampfsaison ist jetzt endgültig vorbei. Der letzte Wettkampf war so, naja, vierter Platz. Dritten hätte ich wohl verdient, definitiv. Aber wir wissen, worauf wir jetzt arbeiten müssen. Wir haben uns nochmal Feedback geholt von Tyler Mannion und Co. Und er sagte, vorne rum sehr, 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 sehr gut. Ist auch schon Körper eines Pros, also vorne rum zumindest. Aber der Rücken muss halt und die Schulter auch noch. Und er sagte auch, dass ich zu viel Beine habe und dass da zu adrig ist. Und ja, das heißt dann quasi, ich muss Muskeln abbauen an den Beinen, damit ich mehr Rücken und Schultermuskeln aufbauen darf. Der Plan steht. Wir sind jetzt seit Montag in der Rebound-Phase. 6 Wochen machen wir jetzt und dann Detox-Phase. Das heißt, es wird nochmal Gas gegeben, Kalorien wurden hochgeschraubt, BCAAs, ERAs sind alle noch drin geblieben. Für die nächsten 6 Wochen müssen wir da nochmal den Rebound mitnehmen und Muskeln aufbauen. Und ich mache gar kein Beintraining, also nicht einmal. Jetzt für ein halbes Jahr gar kein Beintraining. Mein Trainingstag sieht so aus in der Woche. Push 1, Brust, Schultern und Bizeps. Dann Pull, nur Rücken, 8 Übungen. Pause, dann Push 2, genau das gleiche, dann nur mit Trizeps. Und dann Pull 2. Oh. Und dann Pull 2 und ja, dann wieder Pause. Also 2 Tage Training, 2 Tage Pause. Priorität, Rückendichte, Rückenbreite, hintere Schulter. Und Arme, sagten die, sind sehr gut von vorne. Schultern auch von vorne, Brust auch. Wie gesagt, nur Rücken und Schultern ist meine Schwäche, hintere Schulter. Da muss auch mehr Qualität drauf, mehr Brightness und dann läuft das schon. Für das Jahr 2025. Genau, das ist jetzt so der Gameplan, den wir jetzt anstreben. Und ja, ich wollte mich nochmal bedanken bei euch für den ganzen Support über die ganzen Monate in meiner Wettkampfdiät. Ja, dass ihr mit den Kostrico bestellt habt, was meint euch bei Neosubs oder auch bei Planet Meat oder auch bei Prep My Meal. Vielen Dank dafür. Und ja, die Diät war diesmal schon eine chillige Diät. Hatte natürlich auch mal meine 6 bis 7 Fressanfälle, wo ich dann mal auf einmal 2000 Kalorien hatte, alles perfekt war und auf einmal das Scheitern im Kopf umgelegt ist und dann auf einmal meine 5.000, 6.000 Kalorien esse innerhalb von einer halben Stunde. Muss ich natürlich dann nächstes Mal wieder kompensieren mit Cardio, mehr Training. Und ja, das ist mir 5, 6 Mal passiert. Passiert jeden Mal, jeden Bodybuilder passiert das. Ist halt leider so, aber gut. Das Thema ist durch. Und ja, eine Woche vor Schweden hatte ich ja auch noch meine Schulterverletzung gehabt. Ich wusste da noch nicht genau, was damit ist. Hab mir natürlich dann vor 2 Wochen meinen MRT-Termin geholt. Als Privatpatient kam ich Gott sei Dank direkt dran und hatte dann auch direkt die MRT-Besprechung gehabt. Und in meiner linken Schulter sind 2 Entzündungen und eine leicht angerissene Sehne in der Schulter, in der vorderen Schulter. Und ja, die Entzündungen sind jetzt raus. Seitdem ich wieder zu Hause bin aus Spanien, habe ich direkt BBC 3-mal am Tag in die Schulter injiziert. Und TB500, jeden Tag 1 Milligramm noch dazu genommen. Genau. Und seitdem, ja, seit gestern war mein erstes Push-Training wieder seit 6, 7 Wochen, wo ich wieder einigermaßen gut Brust trainieren konnte. Dank TB500 und BBC kann ich nur empfehlen. Das ist auch das Zeug, warum alle Fußballer nach 1 Monat oder 6 Wochen Kreuzbandriss wieder spielen können. Da die auch alle dieses Zeugs nehmen, unter anderem natürlich, ne? Die sind nicht nur voller Ibos jeden Tag, die müssen jeden Tag trainieren, wenn die verletzt sind,
haben die keine Physiotherapeuten, die deren Knochen Sehnen zusammenhalten. Das sind andere Mittel, die das beschleunigt, dass sie wieder Fußball spielen können. Ist ja leider gesund in Deutschland, deswegen wird sowas auch nicht dann verkauft. Deswegen ist es immer sehr beliebt, Ibus zu verschreiben in Deutschland. Ich habe Rückenschmerzen, hier eine Ibo. Ich habe Halsschmerzen, hier eine Ibo. Ich habe Fußgelenk angebrochen, hier eine Ibo. Obwohl es so viele geile Sachen gibt, die alles beschleunigen und helfen und viel, viel gesünder sind als das medizinische Pharmaindustrie, die wir hier in Deutschland haben. Aber gut, anderes Thema ist Politik. Da kann man eh nichts gegen machen. So, genau. Und ja, dann haben Marlene und ich noch ein großes Projekt vor. Ich denke, das wird sich in den nächsten 6 bis 12 Wochen rausstellen, ob es klappt oder nicht. Ich denke schon. Wenn ja, dann geht ein großer Traum in Erfüllung. Und oder einer der größten Träume, einer davon ist natürlich die Pro-Card, das werde ich nicht aufgeben, werde ich immer weitermachen. Und wenn mein Rücken irgendwann soweit ist, dass er ready ist, dann bin ich Profi, ich sag's euch. Ja, gut. Das Gute ist ja, da ich ja viel wiege schon und mein Gewicht ausfülle für die Messphysik als Pro, muss man auch nicht mehr viel BCAAs und EAAs nehmen, was ich schon letzte 2 Jahre nicht mache. Deswegen, genau. So, und was steht noch an? Ja, jetzt natürlich wird die Zeit genossen mit der Familie. Ich bin ja schon seit Dezember auf Diät gewesen. Mit dem Kind, mit Freunden, engen Freunden. Wird jetzt erstmal die Zeit genossen. Und ja, so sieht das aus. Ich bin ein Bodybuilder mit Leidenschaft. Ich liebe Bodybuilding. Ich liebe auch die Qual für die Diät. Aber für mich ist auch sehr, sehr wichtig, das soziale Leben. Das haben die meisten nicht. Ich, also auch wenn ich keine Pro-Card habe und ihr immer schreit, ich bin dafür nicht gemacht. Doch, ich bin für eine Pro-Card gemacht, auf jeden Fall. Wenn der Rücken kommt, irgendwann kommt die Zeit, dann ist es soweit. Es ist genau wie bei Tim Budesheim. Ich glaube an Tim Budesheim, dass er da sich die Quali holt in den nächsten, oder dieses Jahr oder nächstes Jahr. Er hat das Zeug dafür. Er liebt Bodybuilding. Hört auf, immer diese ganzen scheiß Kommentare zu schreiben. Geh mir echt auf den Sack. Über mich ist das egal, aber nicht über andere. Und jeder hat sein Ziel, jeder hat seinen Traum. Und er kann sich erfüllen, wenn man alles dafür gibt und alles dafür tut und daran glaubt. Und das machen wir Bodybuilder. Wir glauben daran. Und das wird schon. Außerdem habe ich vieles im Leben, was viele nicht haben. Das ist ein Haus. Das ist ein gesundes Kind. Eine wunderschöne Frau. Ein geiler Zocker-PC, das ist mir auch sehr wichtig, das ist mein Zweitlieblingshobby. Ich habe ein eigenes Gym, ich habe eine richtige Arbeit, das ist mein Gym. Ich verdiene nicht nur Geld mit Social Media, ich habe auch noch eine richtige Arbeit. Und ja, das ist nochmal der Vorteil mir gegenüber vielen anderen Influencern, die nur das haben und ihr Geld für, keine Ahnung, 8.000 Euro Miete in die Wohnung reinballern. Und dann mal 2-3 Monate weniger Umsätze machen. Dann weniger Geld haben für 2-3 Monate, weil die sich eine 8.000 Euro Miete Wohnung gegönnt haben. Und dann landen sie immer in Depression. Sehr viele Influencer sind in Depression. Weil sie nur mit Influencern Geld verdienen. Und nicht schaffen, sich irgendwas nebenbei aufzubauen. Was sehr schade ist. Sehr, sehr wichtig. Saved euer Leben, Freunde. So. Genau, dann wollte ich nochmal alles zusammengefasst sagen. So, 2025 wird angegriffen mit mehr Schultern, hintere Schulter, vordere Schulter, mehr Lat, mehr Rückendichte, mehr Rückenqualität und mit weniger Beine. Ich werde zusehen, dass ich meine Krampfadern entfernen lasse. Ich werde zusehen, dass meine Lippe irgendwann wieder komplett heile ist. Die ist immer noch taub, Freunde. Die ist immer noch komplett hier taub. Die Arschritze ist immer noch da. Da muss was gegen gemacht werden. Und wie gesagt, meine Krampfadern tun mir nicht weh. Aber ich habe sehr viele. Und es sieht einfach zu viel aus. Gerade in dem Beinbereich. Ich bin voller Adern, wenn ich shredded bin.
und aufgeladen bin, bin ich voller Adern. Das finden die auch nicht so geil. Und ja, genau. Dann haben Malia und ich noch ein großes Projekt vor. Ich hoffe, das klappt. In den nächsten 6 bis 12 Wochen finden wir es heraus. Und wenn es dann soweit ist, werden wir euch dann natürlich informieren. Hier. So, genau. Bei meinem Coach Jan Seffel bleibe ich auf jeden Fall. Für mich der beste Coach und ein sehr, sehr, sehr guter Freund. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die Reise. Wir haben viel voneinander gelernt, miteinander gelernt. Und ja, geil. So, dann steht noch an, genau, Schulteroperation, Schulterheile machen, die ist hier kaputt. Die Entzündungen sind raus. Ich konnte gestern wieder richtig Brust trainieren, zumindest zu 90%. Dann BPC und TB 500. Und ja, genau, so sieht das aus. Das ist so jetzt der grobe Plan für 2025. Den wollen wir so umsetzen. Ich hoffe, es klappt alles. Ich glaube daran. Und ich gebe mir jetzt noch mein Ready to Go Drink Kiosalat Wild Berry Flavor. Für mich der beste Flavor, eiskalt aus dem Kühlschrank. Aber nur geil. 20 Gramm Protein, kein Fett, kein Zucker. Und ja, ich werde mal zusehen, was ich so an Videos machen kann für euch. Fitness duckt da gar nicht mehr. Ich glaube, ich werde Foodblocker oder sowas. Dann nehme ich euch natürlich mit. Wenn irgendwas Geiles ansteht, geile Events. Und ja, weiterhin natürlich freue ich mich auf Support. Und sehen wir uns in den nächsten Videos. Peace aus.